Ja, und willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde von Garry's Mod mit dem guten alten Stargate-Mod. Wir haben uns mal entschieden, das noch ein bisschen weiter auszuprobieren und wir haben so wir haben sogar die Mods noch etwas erweitert. Ja, danke. Wir haben sogar die Mods noch etwas erweitert und wir haben noch zwei neue kleine Sachen dabei, Live-Support und wie hieß der andere? Resource Distribution. Genau, und ich habe noch kaum eine Ahnung, was man sich darunter vorstellen kann und Deswegen werde ich dich anleiten, damit auch unsere Zuschauer sehen, was da passiert. genau, und ich lasse mich zusammen mit den Zuschauern überraschen, was jetzt noch so alles kommt. So. Da wir die beiden Dinge installiert und aktiviert haben, gibt es jetzt eine kleine Änderung beim Stargate. Ja. Und zwar folgende. Jetzt einfach mal hier ins Stargate hin. Und am besten eines, ja, das man finde. Ah ja. Da. Und das ist übrigens, wir spielen mit einer älteren Version von vom Stargate Mod. In Ja. der neuen Version ist dann schon der Stargate Reiter im Spawn-Menü etwas weiter nach vorne geschoben. Ach so, gut, aber das. Ja, das ist jetzt eher nebensächlich. Ja. Auch wenn man sich daran gewöhnt hat, einmal, ja, wer ist der nächste, ja. Ja, na klar, das kenne ich. So, da, ein Atlantis Gate. Yay! Ja, bleibt doch ruhig da stehen. nein, wir machen weiter mit einem VHD. Hup, das ist ein wenig zu nah dran gewesen. Okay. Würde das eigentlich auch dann verschwinden? Ja. Cool. Dann wird es dann nur einmalig an, sozusagen. Genau. Das wäre auch mal eine coole Sache. So. Und. Ja, hat noch ein Gruppensystem Aha. drin. So. Genau. Und wenn Sie jetzt mal an das DHT gehen würden und die Adressen nachschauen, Na klar. also auf den großen blauen Button Ja. klicken, und da siehst du jetzt, dass die erste Adresse grau unterlegt ist. Richtig, ja. Das hängt damit zusammen, dass das hier, klonk, klonk, ein Atlantis-Netzwerk, also Pegasus-Netzwerk-Gate ist, und das da drüben ist ja Milchstraßen-Netzwerk-Gate. Okay. Und Live-Support und Resource-Distribution ermöglichen es dem Mod quasi, das noch tiefer zu simulieren. Wenn du dich erinnerst, haben wir das ja letztes Mal geschafft, da konntest du die in der Nähe aufstellen und die hatten Verbindungen, ohne irgendwie was zu haben, musst du halt nur noch einen Buchstaben hinterwählen. Ja, richtig, das war eigentlich ganz nett, aber auch ein bisschen unrealistisch natürlich, das stimmt. Ja, das ist eigentlich das Spawn-Gate, also das, was gleich mit war, Ja. was wir da vorne sehen. Ups. Sag mal. Das ist sowas wie ein Übergate. Und von da aus kannst du quasi alle Gates anwählen. Aha. Das da, was wir jetzt gerade gespawnt haben, noch nicht, weil ich vergessen habe, ihm eine Adresse zu geben. Okay. Nennen wir erstmal wieder provisorisch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für unser Milchstraßen-DHD 1, 2, 3, 4, 5, 6 P-Raute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 P-Raute. Meine Güte, das ist ja eine Kombination, die kann sich doch kein Mensch merken. Ja, ne? Du siehst, das letzte ist eingerastet. Ja, Ist an. ist an. Und funktioniert. Ja. Das mit dem anderen Stargate zu versuchen, deine Verbindung zu machen, klappt. Du kannst da ruhig stehen bleiben. Ja. Wird nicht klappen. Raute. Okay. Wie man hier so schön sieht, das letzte Chevron ist nicht eingerastet, was im Endeffekt heißt, entweder existiert die Adresse nicht, oder sie ist blockiert, oder die Reichweite ist in unserem Falle zu groß, beziehungsweise falsches Netzwerk. Aha. Wenn man jetzt auf Aktivieren klickt,
Dann hört man nur, wie sie es runterfährt. Okay. Gut, das ist ja schon mal alles ganz Genau. interessant. Das heißt, Wir kriegen. in erster Linie machen dann die Add-ons sozusagen das einfach nur noch ein bisschen realistischer. Also die separieren dann die Netzwerke sozusagen. Auch und ich glaube, so wenn ich das richtig verstanden habe, auch Reichweiten. In Stargate ist immer eine bestimmte Reichweite, also level-intern zugeordnet, ist ja dann klar. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir eine Verbindung von diesem Gate zu diesem Gate? Tja, gute Frage. Und das wird jetzt mal der Peter für uns machen. Ja, okay. Der Peter wird jetzt genau meinen Anweisungen folgen Ich auch. und quasi mein Laboräffchen sein. Ach, ich fühle mich Dazu musst du die geehrt. Kamera weglegen. Genau. Und zwar erstellst du einfach mal so hier ungefähr da, wo ich jetzt stehe. Da setzt du den Fadenkreuz drauf, damit das, was du dann spawnst, hier ungefähr hinkommt. Aha. Genau. Und zwar gehst du jetzt auf, also poppst das Menü ab, das Spawn-Menü. Ja, nur weiter. Gehst, und gehst bei der Werkzeugleiste auf den Reiter Stargate. Ja. Und scrollst da ein bisschen runter und da gibt es so eine Kategorie Energie. Ja. Und da nimmst du das Atlantis ZPM Hub und spawnst das einmal für uns. Okay. Genau, danke. So, damit können wir jetzt erstmal nicht viel anfangen. Ja, ich sehe schon Status inaktiv, null Energie und so weiter. Genau. Was brauchen wir für ein ZPM Hub? Kurze Scherzfrage. Ein ZPM natürlich, am besten gleich drei davon. Bazinga. So sieht's aus. Genau, ob wir hierfür, also für ein Pegasus zum Milchstraßengate 1, 2 oder 3 ZPMs nehmen, ist eigentlich völlig wurscht. Aber wir nehmen mal 3, damit wir auch so ein bisschen adäquat haben. Und zwar gibst du dafür wieder einen Reiter. Also aus dem Menü und dann Ja, wieder ja, ja, ja. Werkzeug, Stargate-Reiter. Und unterm Atlantis ZPM Hub, 2 darunter, nee. Darunter, quasi ZPM letzte einfache MK3, ne? Energie. Mach 3, genau. Und das nimmst du jetzt und ziehst mit dem Drop-Tool einfach auf das ZPM Hub Einfach drauf ziehen. und drückst dreimal ab. 2, 3. Die haben die Wow. Auto-World-Funktion, also die verbinden sich oder machen sich selbstständig in Position. Genau das So, jetzt Richtige kannst du für Idioten mal. wie mich. Genau. Und so, jetzt kannst du mal einfach mal in deiner großen Weisheit, in deiner großen Güte auf das Hub gucken. Nicht versuchen, mich wegzuteleportieren. Drauf gucken und benutzen drücken. An. Okay, das sieht cool aus, ja. Ja, ne? Doof nur, hat keine Verbindung zum Stargate. Ne? Ja, aber das kann man doch jetzt bestimmt irgendwie wieder Genau. melden oder So, das habe ich jetzt hier ausgemacht. Und zwar, jetzt gehst du wieder auf dein Werkzeugdinger. Das steht aber neben Stargate Live Support. Oh, warte, warte. Ja. Und da gehst du auf die. Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was ich da vorhin gesagt habe. Naja, auf die Gruppe Resource Distribution und auf Link Tool. Okay. Jetzt ziehst du einmal auf das ZPM Hub und drückst ab und ziehst einmal auf das Stargate und drückst ab. Und genau. Und wir haben eine Verbindung. Ja. Jetzt kannst du das ZPM Hub nochmal aktivieren. Ja. Und jetzt, Aha. kannst du wieder die Kamera rausholen. Ich wähle. Wow. Ja. CA, CN. 0, M, Orte und zack, das letzte Chevron rastet ein. Das rastet automatisch ein, oder wie? Nein, das musst du selber drücken, aber wenn du drückst und das leuchtet da, also da ganz oben Ja. quasi, an der Spitze, wenn das nicht aufleuchtet, kriegst du keine Verbindung mit dem Stargate. Ah, Das ist quasi so ein verstehe. kleiner Indikator dafür, ob es funktioniert, was du da eingeben hast, oder ob es völliger Bullshit war. Cool. Jetzt haben wir zu lange gewartet. Aber müsste ja auch über die Schnellkonsole eingeben können, Genau, das macht jetzt auch. ne? Und jetzt ist es auch nicht mehr grau unterlegt, wenn wir mal gucken wollen. Ja. Tatsache. Jetzt kannst du selber anwählen.
Wow! Vielleicht sollte ich wieder wegnehmen. Okay, das Und wir haben. sah bombastisch aus. Wow! Cool. Bring mal durch. Mal richtig durchspringen. Okay. Ein Kick. Oh. Gott. Wow. Ah, verdammt. Oh, wo bist du denn hin? Ich bin in das sich schließende Stargate Ja, reingerannt. richtig, hier. Da bin ich Ah, wieder. okay. Und wenn ich jetzt zack, wegmache. Dann kann man nicht mehr anwählen, ne? Du kannst auch jetzt mal auf ZPMs gucken. Die haben nämlich Energie verloren. Ja, Tatsache. Ja gut, 1%, aber. Hast du irgendwas aktiviert? Ja. Hast du das Skygate aktiviert? Ja, ich glaube, Spawn hieß das ja, ne? Nee, Sky hieß das, genau. Nee, Skygate. Geh mal durch. Ehrlich? Auch nicht mehr. Boah, geh doch einfach durch. Übrigens, wenn man jetzt auch guckt, das verbraucht keine Energie von Pegasus zu Pegasus. Immer noch 98%. Cool. Aber das Feature gab es echt erst jetzt mit diesem mit Genau. dem neuen Mod hier. Live Support und Resource. Genau. Aha. Und wie wohl. Das sorgt dafür, dass man halt Energieelemente. Und tschüss. Ja, aber ich meine, das. Oh Gott. Moment. Und da ist er geendet. So, da bin ich wieder. Okay. Nee, aber ich meine, die Elemente waren doch vorher schon da. Also die ZPMs und das alles gab's Genau, doch. aber sie haben den nicht genutzt. Das heißt, die waren einfach nur Anschauungsmaterial oder wie? Naja, das sind also sowas wie Energie-Entities. Die produzieren Energie und die sind dafür schon vorgefertigt gewesen, weil man gesagt hat, ah, das kann man gleich mit einbauen. Ja. Und aber wenn man halt diese zwei Mods nicht hatte, dann war das natürlich für die Katz. Weil du konntest es nicht Aber nutzen. warum haben die das dann nicht direkt gleich in den Originalmod eingebaut? Ich glaube, da habe ich keine Ahnung. Ach so. Du fragst wieder Sachen, Ja, na ey. klar, ich meine, die Zuschauer haben ein Recht, das zu erfahren. Ja, du mich auch, ey. Nee, ich weiß, dass in diesem Cap, also Cardos Addon Pack, sind schon mehrere Mods zusammengelaufen. Was hast du getan? Ich deaktiviere die einzeln. Hier. Oh. Okay. Sag mal. Was habe ich getan? Interessant. So. Junge, Junge, Junge. Weißt Ich weiß nicht, was du hast. Ah! 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 Von wegen, die Zuschauer haben ein Recht, das zu erfahren. Au. Wie Nein! lacht der mich aus, ey? Man kann sein. Oh Wow! oh. Unfair! Ey, Menno! Das kam jetzt bestimmt etwas blöde rüber. So, während ich mich langsam wieder zum Stargate aufmache, Ja. machen wir nämlich da weiter, wo wir stehen geblieben sind, wobei ich mich gerade versuche, daran zu erinnern, wo wir stehen geblieben sind. Bei der anderen Stargate-Map meinst du? Hä? Ach Nein, mit dem, was ich erklären wollte. so, ja. Na komm. Ja, wo bist du eigentlich? Paddlejumper, okay. Jetzt. Oh, was hast du gemacht, ey? Ich sag mal. Du weißt schon, dass es irgendwann die Munition ausgeht. Nur so schnell geht das nicht. Sagte er am Start.